Ja, meine Damen und Herren, der nächste Gast auf unserem roten DVZ-Talksofa ist eingetroffen. Es ist der Hausherr, nicht vom Hotel, keine Sorge, sondern der Hausherr des Kongresses, Professor Dr. Raimund Klinkner, Vorsitzender des Vorstands der Bundesvereinigung Logistik. Herr Professor Klinkner, wir haben jetzt fast eine Halbzeitbilanz ich würde einfach sagen, wie sieht so Ihr Fazit, Ihr Zwischenfazit des Kongresses bisher aus? Also wenn wir zurückschauen, dann beginnt für uns natürlich der Kongress schon nach dem Ende des Kongresses davor. Das ging los, die richtige Themenstellung zu finden für diesen Kongress. Ich glaube, mit flexibel, sicher, nachhaltig haben wir genau den richtigen Tenor getroffen für die Bedürfnisse, die man im Moment hat. Dann gehen natürlich die Gedanken und die Sorgen der Organisatoren hin zur Anzahl der Teilnehmer. Mit 3.400 aus 40 Nationen, 200 akkreditierten Journalisten, glaube ich, haben wir unsere Zielsetzung deutlich erreicht. Und dann der Kongress selbst. Ich denke, gestern am Tag hatten wir gute Vorträge. Ich glaube, auch einen nicht ungelungenen Galaabend. Und der Donnerstag, der ist uns besonders wichtig, auch in der Weiterentwicklung des Kongresses, ist der Donnerstag ja der Tag, an dem wir Fachinhalte offerieren wollen. Und wir waren heute schon überall sehr intensiv unterwegs, festgestellt, dass die Fachsequenzen sehr gut besucht sind. Und unser Ersteindruck ist auch, dass die inhaltliche Qualität nochmal geschafft werden konnte. Damit ist unser Fazit, unser Zwischenfazit natürlich positiv. Gehört es auch zum Fachtag, dass die Sequenzen jetzt um 9.30 Uhr anfangen und man dann vielleicht nach einer langen Nacht aufnahmebereiter ist als in den letzten Jahren? Ja, und so lange wie die letzte Nacht ging, ist ja 9.30 Uhr schon eine Herausforderung. Selbst ihr 11 Uhr heute Morgen war schon eine kleine Herausforderung, aber der stellen wir uns natürlich gerne. Ja. Es gibt im Übrigen ab 8 Uhr, und das ist auch neu, oder 8.30 Uhr, ein Frühstück, was offeriert wird, damit das Networking nicht nur nach der Arbeit, sondern sogar before work beginnen kann. Ja, also für die Spätheimkommer gibt es auch noch ein Frühstück um 8.30 Uhr. Das ist sicherlich auch ein Fortschritt. Wir verfolgen genau, ob die Krawatte gewechselt wurde oder nicht. Ja, zurück zum Fachlichen. Wir haben das Thema flexibel, sicher, nachhaltig. Flexibilität ist jetzt ja im Moment gerade besonders spannend. Sie haben es in Ihrer Eröffnungsrede herausgestellt. Wir sind im Moment in einer stabilen Situation, aber durchaus, wie nannten Sie es, mit herausfordernden Rahmenbedingungen, nämlich zu erwartenden Volatilitäten durch die Turbulenzen an den Finanzmärkten. Was muss ein Logistiker tun? Wie muss er sein Unternehmen aufstellen, um einem ab, aber dem natürlich durchaus möglichen auf, gleichermaßen gerecht zu werden? Ich denke zunächst einmal, was das auf betrifft, haben wir in dem doch deutlicheren Aufschwung der letzten 12, 15 Monate in vielen Unternehmen beweisen können, dass die Branche sich deutlich flexibilisiert hat. Mir sind keine wesentlichen Lieferengpässe bekannt. Selbst Fukushima wurde sauber ausgefedert. Aber ich denke, das ist ein positives Zeichen. Das ist jetzt eine Flexibilität über einen längeren Zeitraum nach oben. Ich glaube, wir müssen auch mit einer höher frequenten Flexibilität oder höher frequenten Volatilität rechnen und damit auch die Flexibilität darauf anpassen. Und die Flexibilität nach oben zu generieren, ist das eine. Flexibilität nach unten, ich sage mal, Ressourcen nicht auszulasten, das ist relativ einfach. Aber wir wollen ja dann auch die Kosten nach unten fahren. Und diese Flexibilität, das sind die Dinge, die mit den Inhalten dieses Kongresses vorangetrieben werden sollen. Ja, es gibt ja so Schlagwörter, das agile Unternehmen. Wie zeichnet sich ein agiles Unternehmen aus, vielleicht in Abgrenzung zu einem schlanken? Mit meinem Kollegen Kümmerlin konnte ich mich darüber nicht einigen. Ja, war, was im Übrigen sehr interessant zu verfolgen war. Agil beginnt schon bevor der Notwendigkeit der Agilität, indem man eine Art Monitoring-System hat, um Frühindikatoren erkennen zu können. Und wenn man diese erkennt hat, dann ist die konsequente Exekution das, was sehr gute Unternehmen von guten Unternehmen differenziert. Und damit wäre natürlich als erstes das Erkennen, als zweites die Exekution und dann auch die Qualität der Exekution. Prozesse, die schlank sind, sind hocheffizient, solange eine gewisse Stabilität oder kontinuierliche Entwicklung nach oben oder nach unten gegeben ist. Auf diese hochfrequente Volatilität sind sie nicht ganz so stark vorbereitet, wie wir das jetzt vermutlich brauchen werden. Ja, das ist, glaube ich, ein interessanter Einblick und auch Anreiz, sich nochmal in die Sequenzen zu stürzen, in denen dieses Thema ja dieses Jahr zu Recht eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Herr Professor Klinkner, vielen Dank, dass Sie in Ihren vollen Terminplan trotz den Herausforderungen der langen Nacht auch noch das rote Sofa einpacken konnten und weiter viel Erfolg beim Kongress. Sehr, sehr gerne und Ihrem Appell, jetzt die Frequenzen zu stürmen, dem kann ich natürlich nur anschließen. Also viel Spaß, vielen Dank.